Was geht ab, ihr Zeus hier? Willkommen zu Minecraft Killed Zeo, Folge 6 oder so. Ich hoffe es, ich glaube es. Ich bin mir gar nicht sicher mehr. Oh, hübsches Plakat. Karina ist auch im Shop zusammen mit Maron. Und heute, Sammy. Und heute gucken wir uns ein bisschen um, denn ich bin mir gar nicht sicher, was ich in dieser Folge machen soll. Vielleicht sollte ich mal so ein bisschen auf Deko heute machen. Hm? Also einfach mal, weil mein Haus ist ja an sich fertig, aber dekorativ halt wirklich noch überhaupt nicht geil. Aber jetzt gucken wir uns erstmal um, ob wir neue Fallen finden und ob ich schlau genug bin, diese zu umgehen, würde ich sagen, oder? Oh, geil! Hübsch! Dankeschön! Kann ich gut gebrauchen. So, ich hau mal rüber und guck mir an, ob jetzt hier... Ui, was ist da drüben passiert? Das muss ich erst anschauen hier. Hochtor, Haus. Deine Wahl, eure Wahl, unsere Wahl, geht wählen. Ja, aber nicht AfD. Hier geht's zum Zeo-Schrein von X-Mutz. Am Schleimblock anlanden, um keine Fallschaden zu bekommen. Okay, probieren wir's. Na, voll gut gemacht, Alter. Was geht denn da ab? Das ist eine starke Falle, muss ich sagen. Kannst du mal angucken? Es ging ja so schnell. Ich hab grad nicht helfen kapiert. Ich bin so alt. Ich sehe nur noch 8 FPS in meinem Kopf. Wolki! Was ist. Gibt's ja nieder! Ja, leg mir Morsch. Da kommt der Bayer aus mir raus. Ist das Agustina? Ist das ein Agustina? Ich will nur ganz kurz Agustina sehen. Darf ich ganz kurz mal? Zum Königreich von Bayern. Habe ich echt schon 3 Tode. Aber die Falle ist nicht schlecht, muss ich sagen. Die ist immer wieder Klassiker und die funktioniert auch jedes Mal aufs Neue. Das ist Agustina. Oder das ist schon, gell? Ja. Ich muss ganz kurz mal hergoogeln, wie akkurat echt es ist. Ne, unten fehlt noch. Ja, gut, aber an sich ist es fertig. Alter. Mal gucken, was da kommt noch. Das ist mega stark. Wer hat denn so viel Zeit für so einen Quatsch? Das ist ja Wahnsinn. Wir gucken kurz wieder zur Chris-Falle, glaube ich, oder? Das ist, glaube ich, die Chris-Falle hier drüben wieder. Karotten? Der Leib Christi. Haha! Das ist lustig. So, ich, Was bist du? Ja, dann viel Spaß. Bis dann. Oh nein, es regnet. Ich hasse Regen. Dann bleib ich drin. Na gut. Wir schauen uns um, Leute. Regen, ob Regen oder nicht. Oh, krieg ich doch wieder rein. Jo. Geh weg, Regen. Nein, auf zu regnen. Die Falle von Chris, ist die da schon vollendet jetzt? Oder gibt's da was Neues? Netter Versuch, Chris. Netter Versuch. Hallo. Oh. Ja, toll, und jetzt? Ja, Maron, das war's nicht so cool, ne? Jetzt brauche ich Blöcke oder so dafür, um rüberzukommen. Ich hole kurz Blöcke, Leute. Da, Stein. Stein braucht keine Sau. Hey, Zeo, ein kleines Rätsel für dich. Baue nur den Block ab, aus dem man nichts mehr craften kann. Viel Spaß. Ich hab nichts zum Abbauen. Okay, also Ton. Aus Ton kann man ja viel machen. Aus einer Pisten kann man Sticky-Pisten machen. Aus Antisid, keine Ahnung. Und Quarz mir auch nicht so sicher. Ich guck mal nicht in den Chat rein, lass mich nicht spoilern. Ich hätte mir was mitnehmen sollen. Brauchst du, glaube ich, eine Spitzhacke oder so. Okay, ich hol mir die Spitzhacke. Ach, ich hätte auch einfach Shop machen können, ich Idiot. Ich bin auch echt, heute glaube ich, wirklich sehr langsam. Denkmal für die... Ey. Hat der ein mieses Aim, Alter. Ja! Das hier wurde von... Oh, man, in die Luft gesprengt. Okay, ich bin doch noch... Hä? War die Falle, bevor ich drauf reingefallen bin? Ich dachte, die hätte ich auch schon kaputt gemacht.
Ich Idiot. Okay, Shop. Ich hole mir eine Hacke. Hui. Na klasse, wie komme ich hier hoch? Okay, ich... Hä? Ich kriege hier Luft? Dankeschön. Okay, diesmal laufe ich da lang. Mann, ist das nervig, ey. Und dann gehe ich hier hoch. Und dann, hole ich mir jetzt aus dem Shop. Und ich entscheide mich für den da. Falsch. Man kann aus Quarz nichts machen. Aus Ton kann man nichts mehr machen. Aus Ton? Kann man nicht die Schalen machen oder so? Okay. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. So. Ja, ist schon hübsch. Ja, könnte hübscher sein, das Haus, aber ist schon hübsch. Na gut, dann würde ich sagen, schaue ich kurz noch weiter, aber ich nehme mal eine Axt mit. Habe ich eine Axt dabei? Hier ist eine Axt. Besuchen Sie das Hochtourhaus, Gratiszimmer und Essen. Ihr Besuch Ihrer Hütten wird irgendwas. Es befindet sich hinter Ihnen auf dem Berg. Ich freue mich darauf. Das Hochtourhaus sollen besuchen gehen? Oder waren wir doch schon? Wir müssen kurz da... Ach, da ist ja das Seil. Das muss ich nur wegmachen. Dann kann ich da durchgehen, oder? Okay. Feigst Königreich Bayern. Wo ist das Bier? Hochtourhaus. 1502. Zimmerverpflegung gratis. Treten Sie ein. Gebaut von Capitinius. Capitinius? Verarsch mich nicht, ne? Gratis. Oh. Kürbiskuchen. Geil. Mmh, lecker. Bier aus dem Kühn. Was? Bier? Bier! Ist lecker. Genau, so müssen wir mal auch ein bisschen was bauen, dass wir uns hinhocken können. Gästebuch. CEO. Okay, das ist gerade das Zimmer. Gucken wir uns mal an. Das ist gerade das Zimmer. Zimmer 1, Zimmer 2. Voll gemütlich hier, gell? Ist echt süß. Oh. Mega schön hier. Juhu! Okay, aber ich glaube, schlafen müssen wir heute nicht. Aber gebe ich 3 Sterne. Ein tolles. Oh, oben ist Gipfelkreuz oder was? Bayerisches Hochtor. 1732 Meter. Okay, alles klar. Okay. Kurzer. Das stellt ich als tot, das war ja absichtlich. Ich guck mal zu den Pfeilen. Rätsel für CEO. Oh, ein Rätsel. Wo? Rätsel für CEO, okay. Oh. Ah. Schade. Hä, war es doch eine Falle? Das geht nur darum, dass ich da trubated werde. Was war denn das jetzt zum. Was zum Teufel war denn das? Hi, liebes Mensch. Hi, hier ist das Rätsel. Wie lautet der Arbeitstitel von Minecraft während der Programmierung? Sandbox-Welt, Klötze, Klotzer-Abenteuer. Höhlenspiel, Blockwelt. Höhlenspiel, hieß es wirklich? Krass, wusste ich selber gar nicht. Ja gut, Zio, bitte schau dir dein Haus mal ohne Texture Pack an. Fertig. Ja, das sieht nicht so hübsch aus. Ganz schnell wieder rein, ganz schnell wieder rein. Viel schöner. So, der Pfeil. Von Chris für CEO. Chris, du Arsch. Haha, hat nicht geklappt. Ich lebe immer noch. Was? Hallo?
Boah, war der laut. Das ist Bedrock. Kann man nicht kaputt machen, ne? Okay, okay. War ein bisschen dumm von mir. Ich fast hätte es geschafft, ohne auch. Hier entlang, Haus zum Gästehaus, okay. Hier ist mein Haus. Mit Geschmack für CEO. Ist das Ding, ist das Dingsbums oder was? Moment. Huh. Mhm. Ah, ich bin so neugierig. Ich will wissen, was passiert. Wie löst sich die Falle aus? Netter Versuch. Du Keck. So, wir gucken mal die anderen Pfeile an. Wird noch ein Pfeil. Da drüben sind Pfeile. Laufen wir hin, laufen wir mal hin. Wahllokal, jetzt geöffnet. Oh, eine Kuh. Kann ich eine Kuh wählen? Dann Stimmzettel holen. Starkes Ding. Liebe BürgerInnen, oh mein Gott, von Trap Town. Über die letzte Woche haben wir Kandidaten für unsere Bürgermeisterwahl, BürgermeisterInnenwahl gesammelt, bitte. Zur Wahl haben sich aufstellen lassen Hocker, Chris, Main, Stein, boah, aber die kenne ich auch gar nicht. Ah, Capitinius. Ist der Titel? Ab sofort, ich glaube, ich nehme sogar Capitinius. Jeder eine Stimme, signieren nicht vergessen, sonst ungültige Stimme. Sag mal her. Achso. Capitinius kriegt ein X von mir. CEO. Wahlurne. Wow! Wie baut man sowas? Ja, voll cool. Na gut, Missbrauch strafbar. Das ist der Wahnsinn. Oh, voll geil. Von Capitinius. Von Chris. Achso, was macht der Typ da? Bau eines Tierheims für die vielen herdenlosen Tiere in der Stadt Mitte. Ach, Tiere ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich schließe mich der Meinung von Höcker Hoker an, auch was die Häuser auf dem Fluss betrifft. Auch hier werde dafür sorgen, dass die Häuser besitzerfreundlich verlegt werden. Aufbau einer Gemeindekasse. Hier können Spenden für gemeinnützige Projekte abgegeben werden. Ach, schön. Installation für ein Petitionssystem für Wünsche und Anregungen, toll. Anmeldung als auf Basen. Auf diese markierten Wegen dürfen keine Fallen aufgebaut werden. Mhm. Okay, krass, krass, krass. Aber echt ganz schön, Wahlkabine? Ach, hätte ich es hier machen sollen, ich Idiot. Ich war da ein bisschen vertrauter hier, ne? Okay, aber schön, schön. Gefällt mir. Sind noch irgendwas mit Pfeilen? Da ist noch ein Pfeil. Was ist das denn? Ich soll da reingehen. Aber warum soll ich da reingehen? Hier ist doch nichts, oder? Oh, das ist ein Seil. Nee, nee, verarschen lasse ich mich nicht. Ja. Okay. Lächerliche Falle. Habe ich sofort gesehen. Ich lerne dazu, Leute. Ich lerne dazu. Ich brauch ein bisschen länger als andere, aber ich lerne es recht schnell. So. Gut, ein bisschen schauen wir uns schon noch um. Ein bisschen schauen wir uns schon noch um. Sonst verpassen wir wieder so viel. Was ist das für ein geiles Teil? Ist aus wie eine Kirche fast. Zauberwürfelhaus. Ah, der Ruby Cube Haus. Hübsch, hübsch. Hübsch. Aber ein Ruby Cube Haus gebaut. Schon eine coole Sache. Mit Baum in der Mitte. Hat schon was. Eine coole Bauart. Aber keine Falle, ne? Ich glaube, da muss ich gar nicht aufpassen. Na gut, dann war es aber auch wieder. Das sieht meinem Haus voll ähnlich. Haus 1-1 Nachbau. In den Kisten ist ein Geschenk für CEO. Koordinaten 86, 610. Da gehen wir hin gleich. Der hat mein Haus nachgebaut. Starkes Ding. Baut der einfach meine Hütte nach. Die hab ich mir ausgedacht. Denkt ihr was Eigenes aus? Ich bin gerade... Wo sind... Ah, da sind die Werte. 680. Das heißt, beide Zahlen müssen erstmal nach unten gehen. 680. Die Zahl muss nach unten gehen. Also da lang so. Okay, ich renn mal los. 680. Aua! Da lang. Hui. Okay, 86 haben wir bald erreicht. Genau, 86 haben wir. Dann brauchen wir jetzt nur noch 610, also da lang. Ich bin wohl da.
Brauerei Königsbräu, gebraut von Caumelli und Camilius. Whirlpool. Würzpfanne. Bisschen Bier. Das war jetzt enttäuschend. Bin voll lang gelaufen. Und alles für nichts. Ich bin nicht mal gestorben. Ui. Der hat ja einen rechten Haken. Nicht schlecht. Wie lange habe ich noch? 17 Minuten. Ich guck ganz kurz mal, ob ich nicht noch schnell wenigstens ein bisschen Holz crafte. Oder nee, ich brauche nicht mehr Holz wahrscheinlich. Oh, das ist noch ein Fall, sehe ich gerade. Gehe ich ganz kurz nochmal hier hin. Und Cio, wirst du alle meine drei Secrets finden? Oh, ein Aquarium. Okay. Secrets zu finden. Secrets hier drinnen, wirklich? Ich habe keine Ahnung. Nein. Nee, ich bin zu blöd eingerostet. Ich finde deine Secrets nicht. Cio, schau die Bilder. Ich hab doch die Bilder geguckt. Ach so. Gibt ihr mir hier Tipps oder was? Wo war ich gerade? Ich hab die Orientierung verloren. Da. Hi, Cio. Oder andere. Ja, und jetzt? Eins von drei. Oh Mann, das will ich jetzt haben. Okay. War noch ein Banner irgendwo? Hab ich noch ein Banner übersehen? Ach, ein Knopf? War der Knopf? Na gut. So viel dazu. Genau. Ich nehme das mal kurz mal mit. Das hier. Gut, habe ich noch ein Druckpatte? Ach Quatsch, zwei Stück müssen es sein. Okay. Ich baue mir hier oben so eine Dingsbums hin, ne? Zum Hocken. Wo am besten? Da. Wir machen jetzt einfach hier eine kleine Erhöhung. Drei Stück hier. Und machen hier jetzt unseren... Das sieht doch super aus. Da kann mir doch kein anderer reinreden hier. Dann kommen hier Bücherregale hin oder so. Ja, na gut, dann mache ich das jetzt hier so zu. Ich fand dieses Dreidimensionale ganz cool, dass ich auch, ja, und so. Aber ist trotzdem okay. Ist das gefühlt nah an der Decke gerade irgendwie? Das ist ganz cool, wenn man hier so ein bisschen runtergeht. Hat ja auch was Schönes, oder? Finde ich schon. Finde ich schon irgendwie. Hat was sehr Beruhigendes, hier dann so rauszugehen und dann so, ach schön, und hier so reinzugehen. Das ist schon was Tolles. Was soll denn das eigentlich? Weg mit dem Scheiß hier. Braucht doch keine Sau. Braucht man da irgendeinen Quatsch hin? Das nervt mich nur. Okay. Ganz kurz. Welche Hütte war recht hübsch? Dass ich mal reingucke und mich da so ein bisschen inspirieren lasse von Deko-Zeug. Natürlich auch hübsch, gell? Schwarzer Teppich. Ein Teppich? Hallo. Ey, geht wieder nicht. Okay. Aber den Rahmen kann ich irgendwo bauen. Ich tu das mal hier oben. Was machst denn du hier? Wie bist du hier reingekommen überhaupt? Oben gespawnt und runtergesprungen oder was? Du bist ja noch ein verrückter Hund, ey. Okay, das tue ich mal zum Spaß hier hin. Der Leib Christi ist drinnen, perfekt. Genau, und hier hau ich dann so. Ja. Wird doch langsam hübscher. Ja, dann würde ich sagen, was mit dieser Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. War wohl mal wieder ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein chilligeres Ding. Ja, ich muss sagen, ich bin voll zufrieden mit meinem Haus. Ich bin zwar nicht weiter vorangekommen. Ich habe nur ein bisschen
lichtmäßig was geändert. Vielleicht kann man mir in der nächsten Folge ja ein bisschen dekomäßig was hier von eine Kiste hinstellen oder so. Mal gucken. Genau. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Und dann bis dann. Ciao.